Willkommen zu einer neuen Folge von Portal 2. Okay, das Finale. Es sind noch zwei Level. Und ich habe vor, dass wir die in diesem Part schaffen. Also hier schon mal der Ausgang. Na, wir brauchen wahrscheinlich wieder so einen Laser, der da reinführt. Den Laser finde ich hier oben. Präzise. Das erste, was ich sehe, sind hier die Ah beiden ja. Blöcke. Die können wir so verschieben. Na gut, hier noch so eine Portalfläche machen. Okay. Ich glaube, sonst gibt es auch keine weitere Portalfläche, wenn ich das richtig sehe. Ich gehe mal gerade runter gucken, was hier unten ist. Ich will mal gerade das Spiel anmängeln. Da einfach eine unsichtbare Wand hinzusetzen, ist auch nicht das Geilste. Nicht theoretisch, von der Ja. Größe her müsste ich da durchpassen, liebes Spiel. Prinzip schon. Okay. Oh, jetzt habe ich alles Ey! gelöscht. Frechheit! Warte, warte. Als ob ich meins jetzt neben deins platziert habe. Platzieren wir mal das weg. Ich kann deins nicht. Ich kann really deins nicht überschreiben. Ja, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es ja ein Gitter ist. Fliegt das einfach durch? Ah, schade. Ich habe gehofft, das fliegt ein bisschen weiter auf die Flasche drauf. Okay. Ja, und versuchbar. Gut, da geht eine Portalflasche hin. Da hast du irgendwas, das heißt. Wir fahren da links rüber. Hier kann man auf jeden Fall was machen. Wie kommen wir überhaupt mal hier hin? Okay, das schmeißt zu weit. Die Flasche geht da drauf. Das tut mir mehr weh als euch. Und ratet mal, wem es nicht weh tut. Mir. Das war nur so eine Redensart. Entscheidend ist, dass es der Irren, die uns alle umbringen will, nicht wehtun wird. Muss irgendwie so, dass ich kann leider nicht sehen. Okay, ich habe schon mal die Tür zerstört. Nice. Komm nicht auf die andere Seite. Das müssen wir als erstes herausfinden. Das Problem ist, hier ist ein Gitter. Das heißt, wir können da kein Jump-Pad-Dings machen. Wir können auch hier nicht durchschießen. Das hier, ich weiß nicht, was es uns bringt. Die Flasche kapiere ich auch noch nicht ganz. Die muss was bringen. Definitiv bringt dir irgendwas, aber ich weiß nicht. Oh lol. Was? Die Flasche habe ich gar nicht gesehen. Da kommen wir nicht hin, da kommen wir nicht hin. Wer bringt das nochmal? Ja, das die Wer beiden bringt das nochmal? Blöcke. Irgendwie muss man da doch da durchkommen. Ah, warte mal. Nein, das wollte ich schnell, Hilfe.
Können wir irgendwie einen unendlichen Fall machen? Die Geschwindigkeit theoretisch würde von hier aus darüber reichen. Wir können Speed aufbauen, indem wir hier so Speedpads legen. Aber perfekt. Nein. Ja. Okay. Okay, die rote Fläche. Da. Spritz, Junge, spritz! Das reicht schon. Jawoll! Okay. Und warte. Da eins hin. Ne, Mist. Da eins hin. Und gib mir einen Moment. Da eins hin. Ja. Lauf, Junge, lauf! Okay. Was kannst du jetzt machen? Ja, also zuerst ist das hier weg. Aber mach mal die Blöcke. Ich glaube, das ist jetzt am relevantesten erstmal. Mach nochmal die Blöcke wieder normal, also wieder runter, dass ich durch kann. Okay, ich habe jetzt okay, hier. Nice. Du hast die Wand disabled. Ich kann jetzt hinten zu dir durchschießen, in der Theorie, glaube ich, oder? Ja, könntest du. Kann ich. Ah, ne, hier ist keine Fläche für dich. Außer hier. Ja, klar. Natürlich. Hier wäre eine Fläche. Aber ich könnte Sachen rüberschießen. Warte mal. Achso, ja, okay. Nur rein Interesse halber. Was, wenn wir beide gleichzeitig durchgehen? Was denn? Dann beide können ja gleichzeitig durchgehen. Dann kann der eine. Dann kann der eine dann hier ersetzen. Hm. Ja, ich glaub, du willst mich auf die andere Seite bringen. Ja. Dafür bräuchte ich aber von dir hier eigentlich einen Portal. Also erstmal muss mich hier wieder befreien. Obwohl, warte mal. Stimmt, und ich kann einfach rüberkommen. Obwohl, nee, kann ich nicht. Weil ich ja hier draufstehen muss und gleichzeitig da durchgehen. Ja, wir machen nochmal Reset. Also. Und so schnell. Ach so. Stimmt, es kann nur einer rüber. Ja. Das ist halt Problem an der Sache. Schick dich wieder rüber. Aber eigentlich ist es ja ganz einfach. Du kannst auch jetzt hier ein Portal hinsetzen. Und jetzt irgendwo unten eins. Ja, okay. Dann kommst du so zu mir. Nice. Ich bin bei dir. Okay. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt kann ich nämlich das Portal verlassen. So. Tu mal auf den Knopf. Jawohl. Bin ich schon mal draußen. Bei dir ist es nicht schlimm, dass es gelöscht wird. Oder? Ja doch, ich glaube, du musst zu mir kommen. Nämlich muss wieder durch. Jetzt. Ich wieder nach oben, jetzt muss ich den Knopf drücken. Welches habe ich denn jetzt gesetzt? Okay, das Hellblau, das heißt jetzt hier das Dunkelblaue. Jetzt musst du mit Speed rüber. Ah, okay, nice. Ich springe hier gegen. Scheiße. Es hätte funktionieren können. Die Idee war nicht schlecht. Dagegen. Ey, was ist, wenn wir hier Clipper hinholen? Ja. Ich komme nur nicht an die Schaltfläche. Okay, ich komme mal zu dir. Okay, jetzt halte ich das hier gedrückt. Jetzt kannst du raus. Ich muss nämlich mal raus, warte. Komm.
Ich glaube, dafür muss einer den Block runterfahren. Ja, warte, dann gehe ich gerade den Block runterfahren. Nee, warte, das muss ich machen. Ah, scheiße. Na ja, gut, ich komme wieder zurück. Bin wieder da. Okay. Dann. Obwohl, jetzt habe ich gerade mein Portal nicht mehr. Nein. Ich kann auch noch mal zu dir. Ja. Lass mir mal gerade das Portal offen. Okay, nice. Er muss mal rot platzieren. Ja. Okay. Danke. Ist gemacht. Jetzt müsstest du hoch springen. Muss mir schon fahren, danke. Lass mal da mit dem Würfel. Warte mal. Okay. Wir haben jetzt den Würfel. Jetzt müssen wir noch eine Möglichkeit finden, wie wir da hochkommen. Zumindest halt den Laserstrahl irgendwie manipulieren. Wir können Jump Booster hin machen, wo du bist. In der Theorie. Jump Boost. Ah, ja, man könnte bei dir Jump Boost hinfügen. Das ist hier vorgestellt. Ich weiß nicht, ob man. Ah, ich komme nicht hoch genug. Ja, das ist überall Fläche. Ich glaube, die einzige Möglichkeit ist ja von da hoch. Vielleicht, wenn ich, während ich auf dem Block stehe, dass ich dann auf dem Block dann Jump Boost ist. Dafür müsste ich nochmal ein Portal hier hinbringen. Dann müssen wir wieder unser Prozedere machen. Mach du am besten. Jo. Also, legen wir es mal zur Seite. Ah, hier ist ein Jabu-Ding. Gib mir einen Moment. Ja, es wird gelöscht. Ah, ne, warte mal. So und zack. Okay. Dann drück du mal den Knopf. Jo. Jetzt kann ich irgendwie so. Das wäre, müssen wir irgendwie dich wiederholen. Ah, genau so und. Wir haben das immer gemacht. Ah, ne, du musst jetzt da oben was hinsetzen, damit du wieder hochkommst. Das wäre wichtig, damit einer den Knopf drückt und andere Portal setzen kann. So war das. Jo. Okay, du hältst gedrückt, dann einmal hier Jump Boost und einmal da Jump Boost. Wo fliegt das gegen? Hier gegen. Da musst du jetzt genau verlassen. Ah, komm. Yes. Müsste eigentlich reichen, oder? Lass doch mal eine Charge. Okay. Oder? Ah, nee. Mach noch, drück noch mal. Warten. Vielleicht. Irgendwie nicht tiefer. Oder? Ich glaube, ich hab's noch mal ein kleines bisschen tiefer gesetzt. Da glaube ich kaum was. Ich bräuchte sowieso den Würfel. Fällt mir mal gerade so ein. Selbst dann. Warte, was ist, wenn wir Speedbooster oben hin platzieren? Dahin? Warte mal. Dieselbe mal gerade deine Schaltfläche.
Also die blaue, das ist ja, wenn man die Wand vielleicht kommt. Ne, ich komme nicht dran, schade. Ich hab gehofft, ich kam da dran. Und dann kann man vielleicht oben mal Speedbus so hinsetzen. Warte, warte, so, warte, 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 warte. Nee, das reicht nicht aus. So, und dann. Ah ne, aber es schleudert dagegen, okay, schade. Die Idee, dass ich dann auf die Wand knalle. Ah, das geht so nicht. Das ist zu niedrig, leider. Och, meine Idee funktioniert dadurch nicht, weil das da oben gegen gesprungen. Schade. Wofür ist die weiße Wand da hinten? Die hier. Ich glaube, das ist vielleicht, damit man irgendwie wieder rauskommt. Hat das, wenn wir da Speedboost hinsetzen? Ja. Ah, dann haben wir hier so eine Speedflasche. Ja. Dann können wir ja von hier aus Speed aufbauen. Jo. Nur irgendwie müssen wir auch den Speed ja für irgendwas nutzen, so. Ich meine, noch geht ja der Speed ins Leere, so. Speed. Ich glaube nicht, dass Speed dazu bringt, dass wir springen können. Das heißt, wir müssen irgendwie ja Speed nutzen, um dann Vorwärtsmomentum zu kriegen. Da komme ich hier so hoch. Warte mal, das war ziemlich close. Mach mir das Portal weg. Da können wir irgendwie. Kommen Sie auf die Flasche. Ist es fest irgendwie möglich, auf diese Fläche Speedboost drauf zu kriegen? Ich glaube nicht. Ich kann so nicht hoch genug springen. Nein, die kriegt man da nicht hin. Und außerhalb stelle ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Bezweifle ich auch so leicht. Ah, jetzt habe ich es weggemacht. Speed Boost. Kannst du mal die Blöcke runterfahren? Ja, okay, Schmarrn, Müller. Okay, jetzt wieder hoch. Was würde mir das jetzt irgendwas bringen, hier oben zu sein? Außer den Knopf drücken. Scheint irgendwie sonst auch keine Funktion zu haben. Ender? Ja? Kannst du da oben ein Portal setzen? Hier? Ja. Okay, ich weiß, wie wir es machen. Komm mal zurück. Zurück, also ganz zurück. Dahin die Wand auf. Kannst du zufällig da ein Portal setzen? Warte, dafür komme ich zu dir. Pass auf, genialer Schachzug von mir. Du musst ein Portal auf die Schallfläche setzen, die ich eben angepinkt habe. Auf die kleine da. Links, links, links. Nein, nicht die. Links. Die, wo der Würfel drauf fällt. Da, auf die, wo der Würfel drauf fällt. Die da. Ach so. Ach so, ja. Da brauche ich von dir ein Portal drauf. Und da oben, genau richtig. Perfekt, danke. So. Geh mal gerade den Würfel neu erzeugen.
Okay. Woran ist der gerade? Woran geht der kaputt? Ich sehe nicht ganz, woran der kaputt geht. Der wird ganz der driftet ab. Ich hatte die Hoffnung, der würde genug Speed aufbauen, um da hinzufliegen, weißt du? Um da oben hinzufliegen. Durch den Jump Boost. Kann ich dir helfen? Jimmy da. Ich, selbst wenn ich den da so ablege, auf jeden Fall am besten nicht drücken, ich komme selber hoch. Okay. Also es ist kein fester Plan, das ist einfach nur komisches Ausprobieren. Lass mich eigentlich ignorieren. Ich funktioniert ja irgendeine ganz dumme Sache. Gut, selbst wenn du den da hinlegst, ich glaube nicht, dass die Reichweite reicht, um den in den Nether reinzustellen. So leid es mir tut. Schon mal, ist auf jeden Fall oben. Jetzt müssen wir noch gucken, wie wir selber hochkommen. Kommen nicht, schaffen. Wie gesagt, ich habe schon mal gedacht, durch das Jumping fliegt der halt da hoch. Aber ist er halt leider nicht. Das würde nicht auch perfekt passen an sich. Teufel übersehen. Können wir das nochmal bitte probieren, so wie ich das eben gemacht habe, wie wir das eben gemacht haben, dass du nochmal das Portal dahin setzt und der durch den Jump Boost vielleicht dann fliegt. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das irgendwie funktionieren würde. Ja. Ich an sich ist er ja richtig geflogen. Ja. Ich habe einfach nur das Portal schief gesetzt. Eben, das war auch so mein Gedanke. Ey, willst du mich verarschen? Ich geb dir den Dings. Also. Unten so. Auch da drauf, wo der Würfel landet. Ah, der muss erstmal hier oben. Genau. Ich glaube, ich gehe einfach mal runter, damit der einfach 100% gerade gesetzt wird. So. Jetzt musst du. Jetzt kann ich hier wieder zu dir kehren. Ist. Okay, jetzt musst du raus. Dann kann ich rüber. Gut, an sich hätte ich noch nicht mal rausgemusst, glaube ich. Oder doch? Ich muss ja doch für die Blöcke. Ja. Aber da, warte. Ja. Also können wir nichts sagen, das Portal ist absolut gerade. Der kriegt
so einen komischen Teil, wenn er runter. Kannst du das Portal vielleicht umsetzen? Probier einfach mal. Jetzt musst du. Neu drücken. Selbst wenn der Speed reicht nicht. Selbst da, wenn er nicht direkt zerschellt, so der. Wenn er zerschellt, reicht der Speed komischerweise aus, wenn du dir das anguckst. Jetzt reicht er nicht mehr aus. Warte, nein. Oh, lasst euch Zeit. Ihr habt alle Zeit der Welt, euch gegenseitig zu töten, bevor sie uns endgültig tötet. Ach, Schnauze. Lass mich nochmal zu dir. Vielleicht kannst du gleich das. Vielleicht müssen wir das Portal ja auch ein bisschen anders da setzen. Probier du mal, bitte. An meiner Stelle. Ich will mal gucken, vielleicht ändert das was. Gibt er durch die gegen die falsche Ecke. Da, er hat's geschafft! Warte mal. Gib mir einen neuen. Warte. Okay, ich hab ihn. Schon mal neu spawnen? Oder? Warte. Kannst du das vielleicht mit dem Winkel? Ja, bin dran. Probier jetzt mal. Jetzt muss ich leider wieder hoch zu dir irgendwie kommen. Nee, der kommt jetzt zufällig auf die andere Seite, aber ja, schafft sich hoch genug. Ja, weil ich das Portal scheiße diesmal gesetzt habe. Ich muss nochmal zu dir kommen, um das Portal da oben besser zu setzen. Ah, Mann, ey. Warte. Auf. So, okay. Warte, kannst du mir gerade mal eine Schallflasche machen, dass ich immer hier hochkomme? Wie? Da einmal hin und dann da unten, gerade nochmal. Dass ich gleich nochmal hochkomme. Ich will jetzt noch einmal runter, um das Portal perfekt zu setzen. Genau, danke. Ich dann setze ich, warte, ich setze das Portal jetzt mal so hin. Hier, einmal hier hoch. Hm. Und jetzt probier jetzt mal. Mein Portal wird gelöscht. Nee, du hast das Falsche gesetzt. Oder ich hab da. Ja, stimmt, ich hab da. Scheiße. Okay.
Ist das so gut? Ja, mal. Okay. Fast. Okay, jetzt knallt er dagegen. Was ist der jetzt gegen geknallt? Der knallt gerade da oben gegen, siehst du das? Er zerschellt auch, wenn er nach da oben geht. Der zerschellt da oben dran. Jetzt kriegt er nicht genug Speed. Dein Portal sitzt noch, oder? Ja. Dann kann ich ja nochmal runter. Probier jetzt nochmal. Probieren es einfach aus. Ich kann ja jederzeit jetzt meine Konstellation hier. Aber selbst wenn er es das hochschafft, der Würfel muss doch in dem absolut perfekten Winkel stehen bleiben. Das bringt nichts, wenn der Laser irgendwo hin zeigt. Der muss ja irgendwo genau da hin. Das wird ihn nicht von da nutzen können. Und nur um den auszurichten, müssen wir auch selber hoch. Ich habe ja die Hoffnung, dass er perfekt dann fliegt. Ich habe eine andere Idee. Sag mal. Was wäre... Kannst du mal hochkommen? Braucht da nicht zu stehen. Okay, stell dich mal auf den Knopf. Jetzt mache ich hier mal Speed Boost. Am besten wäre es, wenn jetzt hier noch der Würfel unten ist. Einmal. Nee, so. Kannst du auch irgendwie den Würfel wieder runterbringen? Jetzt wird schwerer. Na, ich meine, kannst du dein Portal kannst du ja löschen. Und was willst du haben von mir? Dass, dass dieser Würfel hier nach unten geht. Achso, ja, das ist kein Ding. Warte, ich lösche beide Portale von mir. Zack. Na. Jo. Okay, jetzt warten wir. Er färbt jetzt hier so allmählich blau. Jetzt haben wir komplett die Flasche. Okay. Dann kannst du jetzt eigentlich wieder hochkommen. Dafür brauche ich von dir ein Portal. Nein, nee, kannst du selber eins platzieren. Ja, und nimm den Würfel mit. Aha. Okay, Würfel brauchen wir. Hast du gerade gesehen, dass ich im Würfel drin gebackt habe? Ja. Ich glaube, du müsstest doch mal zurück, aber jetzt können wir das hier gedrückt halten. Ja. Ja, jetzt nochmal Würfel. Jo. Okay. Oh, warte. So. Trifft Ende das Portal oder nicht? Yes. Nice. God damn it. Es war wieder Jahre gedauert, bis wir auf die Lösung kommen, aber hey. Du musst das ich mach mal. Ich mach das mal gerade, so, dass er dann. Ah, da muss es dann. Da muss das heißt, es. Muss da auf die Flasche. Hab ich jetzt das falsch gesetzt? Nee. Nein! Was du auch noch machen musst, ist, du musst mich rauslassen. Gut, das mach ich gleich. Das Rauslassen muss eigentlich zuerst. Nämlich, du musst es sowieso wieder löschen. Perfekt. Ich hab's. Warum muss ich dich jetzt eigentlich rauslassen? Warte mal. Stimmt, die Portale können ja gelöscht werden ohne Konsequenzen. Ah, eben. Diese Demontage.
Chargeeinheiten sehen noch schlimmer aus als die anderen. Mit denen, das schaffen wir heute in einem Part, wird nix. Müssen noch irgendwann einen Part machen. Irgendwie nicht. Aber die zwei Matschbanner haben es halt nicht auf sich. Oder ich würde das Video mal ein bisschen schneiden. Da muss ich mal tatsächlich sowas wie Arbeit dran. Das ist, dass ich mal das Ganze rausgefailen, mal ein bisschen abkürze.